Hallo liebe Star Trek Fans und Science Fiction Fans, hier ist euer Folge 86 mit einem weiteren Special Video der Star Trek Starship Collection. Leider aber nicht die Ausgaben 31 bis 40, nein, das finde ich auch sehr schade. Ich möchte sie auch langsam haben. Aber dafür zeige ich euch jetzt dann die ersten drei Ausgaben, Spezialausgaben von dieser Collection. Das ist zu einem Deep Space Nine, dann USS Enterprise von J.J. Abrams und die USS Vengeance von Into Darkness. Alle Schiffe sind doppelt so groß eigentlich wie die, die normalen Ausgaben und sind richtig steig aus. Wir fangen an mit Spezialausgabe 1, nämlich die Deep Space Nine. Viel Spaß! Spezialausgabe 1, die kam glaube ich nach 8 Ausgaben von der normalen, kam die da raus. Und hier eben die Deep Space Nine, ein richtig geiles Modell, richtig schwer. Wiegt, wenn man so hochhebt, fast 600 Gramm, ist fast nur aus Metall gegossen und es ist wirklich extrem detailreich. Ich zeige es euch noch in der Nähe dann. Wir machen also das Heftchen, auch bei denen ist ein Heftchen mit dabei, leider ohne Nummerierung, bloß halt eben Spezialausgabe steht hier unten und leider nicht mehr. Hier eben noch die einzelnen Daten, hier eben Space Station, hier Construction 2351. Diameter, halt wahrscheinlich die Größe von dem Schiff und halt wie viel 98 Decks. Auf Decks halt eben hat. Also es ist ein riesengroßes Teil. Wir gucken sie auch gerade zur Zeit wieder als Serie an, was aber das sehr schön ist. Obwohl es nur auf DVD ist. Ja, nur auf DVD. Wann, liebe Paramount oder CBS, wann bringt ihr bitte endlich Deep Space Nine auf Blu-ray raus? Ja, Zeit wird's. Zeit wird's. Es ist Star Trek The Next Generation zu Ende. Wäre schön, mal Deep Space Nine weiterzumachen. Okay, zurück zum Thema. Hier eben die Zeitschrift. Wir blättern hier mal los. Hier sieht man halt eben wieder die Spezifikationen von dem Schiff. Von dem Schiff, von der Raumstation. Ich bin so drin in diesem Raumschiff. Schiffchen. Dann sehen wir ein wunderschönes Bild mit Deep Space Nine und dem Wurmloch. Allerdings. Zum Gamma-Quadranten. Richtig steig gemacht. Hier eben dann die USS Define, wo man sieht. Hier dann die Aufrüstungen ab Staffel 4, wo es an sich GS Dominion wappnen. Hier sieht man sehr gut das Promenadendeck. Hier sieht man die Ops. Hier Captain Benjamin Sisko. Und hier nochmal eine Draufsicht, Seitenansicht und von unten sieht man sie. Sieht man auch sehr gut den Reaktor davon und hier noch das Design der Deep Space Nine, wie es eigentlich werden sollen oder hätte sein sollen, aber so wie sie geworden ist, sieht es sehr gut aus. Ein schönes Teil. Filming Station sehen wir hier noch und hier eben dann nochmal die letzten Seite wieder mit On-Screen. Leider kein Film daraus geworden, was ich sehr schade finde. Hätten Sie gerne... Nein, ich will nicht spoilern. Und hier nochmal dann ein bisschen Werbung für die Starship Collection, da ja man nicht weiß, was als nächstes für eine Ausgabe kam. Ja. Und hier ist dann nun nochmal die Unteransicht von der Station sehr steig. So, nun zu dem wunderschönen Modell. Das Modell ist ungefähr 20 cm groß. Der komplette Rahmen, hier zumindest der komplette Ring und auch innen drin ist alles aus Metall. Außerdem natürlich hier die Pylonen und die Ops hier sind draufgeklebt. Man sieht es auch extrem gut, dass die auch verschiedene Farben sind. Das ist nämlich viel grauer, nämlich als hier außen. Und das hier ist Metall und das andere ist eben aus Plastik. Auch so wie hier unten sieht man auch, dass das hier auch aufgeklebt wurde. Aber eigentlich ist es völlig Pillepalle, denn diese Station ist wirklich sehr detailreich. Wenn man hier auf die Ops wenn zoomen könntest, sehen wir auch zum Beispiel das Promenadendeck. Und auch hier oben die Ops erkennen wir auch sehr gut. So wie auch über die kleinen Lichtchen, wo leuchten. Also absolut fantastisch. Wirklich fantastisch. Auch hier in den Andockzonen hier sehen wir auch die Zipfelchen, die hier rausstehen für die zum Andocken. Ja. Und auch hier die ganze Fensterende. Die
Markierungen von der Station. Also wirklich, haben sie wirklich sehr gute Arbeit gemacht. Ich drehe mal langsam rum. Was ich hier sehr schade finde von diesem Modell, dass es keinen Ständer dazu gibt wie bei anderen Modellen. Denn da hätten sie einfach wirklich was, schon was hinmachen können. Aber leider stellen wir die einfach hier auf den Boden und das war es eigentlich. Und das finde ich wirklich sehr, sehr schade. Und dann kann ich immer wieder rumdrehen. Und ihr seht, wie schön dieses Schiff, dieses Raumstation verarbeitet ist. Also man sieht auch keine, fast keine Schnittflächen oder Klebeflächen. Also wirklich sehr schön dargestellt. Hier nochmal von unten, hier sieht man zum Beispiel auch sehr gut den Reaktorkern, der hier rot beleuchtet ist. Und hier auch an den kleinen hier alles, die sind auch alle erhaben, diese Fensterchen. Wo man hier so sieht, das ist wirklich, also wirklich ein grandioses Modell und gehört eigentlich in jede Star Trek-Sammlung rein. Muss sein. Die sind auch etwas teurer als die normalen Modelle. Die kosten, glaube ich, 29 Pfund kosten die. Und in Deutschland gibt es noch keine. Mal gucken, wann die hier rauskommen. Und das war eigentlich die Ausgabe 1, Spezialausgabe 1 mit der Deep Space Nine. Ich stelle es wieder schön zurück. Und dann machen wir gleich weiter mit der Ausgabe 2. Spezialausgabe 2, die USS Enterprise. NCC 1701 von Star Trek, also mit von J.J. Abrams, die kam am 6. März, kam die raus, 2014. Und das Schiff ist auch sehr schön, bis auf manche Kleinigkeiten, die man auch dann gleich sehen werden bei dem Schiff, ist es eigentlich richtig gut geworden. Ist knapp 22 Meter lang ungefähr und hat auch ein sehr stolzes Gewicht. Wir machen aber erstmal das Heftchen dazu. Hier wird die kompletten Angaben wieder. Hier Constitution-Klasse, wann es gebaut wurde. Und 2009 Movie-Timeline. Also ist die andere Zeitlinie, wie man hier sieht. Und dann tun wir mal durchblättern. Hier wird die Spezifikation von dem Schiff. Und hier auch ein sehr schönes Foto oder Bild, wie es eben beim Saturn entlang fliegt. Hier der Chris Pine als Captain Kirk. Hier dann nochmal ein schönes Designbild von der Enterprise. Ja, was man von dem Film halten soll als alter Trekkie, das ist eben selbst überlassen. Mir haben trotzdem die Filme sehr gut gefallen. Man kann auch froh sein, dass es weiter mit Star Trek weitergeht. Ich hoffe inständig auf eine neue Star Trek-Serie. Und lassen wir uns mal gespannt sein auf den dritten Teil, wo jetzt kommen wird, mit auf Star Trek 13. Vielleicht werden da ja unsere Wünsche erfüllt und es gibt eine schöne Story ohne viel zu viel Action. Aber ich denke mal, das wird nichts mehr geben, weil halt eben das Publikum das sehen will. Aber naja. Also man sieht schon jetzt wunderschöne Fotos und halt eben wie alles hier funktioniert. Also sehr schön gemacht, auch dieses Heftchen. Hier das Hangardeck, wo er auffährt. Und jetzt gibt es hier gar keine letzte Seite mehr. Guckt euch das mal an. Hä? Kein On-Screen. Okay. Ja, und hier noch dann die letzte Seite eben mit der Enterprise als Draufsicht. So, und jetzt kommen wir zu dem Modell. Ja. Modell ist an sich sehr schön. Also gibt es nichts zu meckern. Es gibt schon was zu meckern. Doch, doch. Denn ihr werdet es gleich sehen, wenn ich das Schiff raushole. Ich zuerst mal hier wieder rumdrehen. Also der hat auch eine extra Halterung dafür, was ich auch sehr gut finde. Die Warp-Gondeln sehen auch sehr schön aus. Aber so. Und was mich hier extrem stört an diesem Schiff. Was könnte das wohl sein? Ich zoome mal drauf. Erkennt ihr es? Zusammengesteckt. Diese Schnittfassungen, zumindest diese Klebefläche ist ganz furchtbar. Also ich hoffe, dass die anderen Schiffe, wo jetzt noch, also die neue Version, wo ich bekommen werde, in Deutsch hoffe ich mal, dass die eine bessere Schnittfassung haben, weil man erkennt hier sofort, dass es hier, also das sieht wirklich, wirklich schlecht aus. Untertassensektion ist eigentlich aus Metall oder aus Hartplastik ist das. Das ist eigentlich nicht schlecht. Aber wenn man hier auch rumdreht, sieht man auch hier komplett diese Klebeflächen.
Okay, das Schiff ist auch extrem in weiß gehalten, vielleicht ist es auch daran, dass man es extrem gut erkennt. Ist auch möglich, aber da hätten sie wirklich das besser machen können. Hier nochmal eine Frontansicht. Hier nochmal die Seitenansicht. Von hinten. Und von der anderen Seite. Und nochmal von unten. Die Warpgondel ist eigentlich also sind richtig stark. Schade, dass die so dunkel sind, ne, die oberen. Na, das ist kürzeres. Na, okay, eigentlich hätten sie ein wenig mehr Licht rein machen können. Aber gut. Ja, das ist eigentlich die Ausgabe, oder Spezialausgabe 2 gewesen. Und ja, das ist eigentlich für mich eigentlich die Ausgabe 2, wo nicht so tolle ist, eben wie in diesen Klebeflächen. Aber naja, kam ja nichts mehr. So, jetzt kommt die Ausgabe 3. Spezialausgabe 3. Die kam im Oktober, November kam die raus, letzten Jahres. Also es war eine sehr lange Zeit dazwischen, bis zur nächsten Ausgabe eben. Aber das ist hier die Special-Ausgabe von der USS Vengeance, die Dreadnought-Klasse, die man nur in Into Darkness sieht, auch von J.J. Abrams. Und das Schiff ist das größte Schiff, wo sie bis jetzt rausgebracht haben. Denn es hat gerade eine Länge von knapp 23 cm, ist auch sehr schwer, also man muss auch aufpassen, weil die Untertassensektion ist mehr aus Metall und auch gern mal klappt man dieses Schiff mal nach vorne. Aber es ist wirklich auch sehr schön verarbeitet, man sieht keine Klebefläche und ja, das Schiff an sich kann man sehen, wie man will, es ist einfach halt schwarz, recht dunkel gehalten. Hübsch ist jetzt auch nicht, aber das Modell an sich ist wirklich sehr gut gemacht. Wir machen erstmal die Zeitschrift. Hier eben wieder ein schönes Bild und hier die Spezifikationen wieder. Und dann sieht man es mal nochmal von vorne. Hier der Admiral Marcus zu sehen. Das Design der Vengeance. Na, die schauen schon richtig übel aus, diese hier. Das schaut schon stark aus. Was ist denn? Diese Konzeptzeichnung, zumindest diese, boah, das schaut diese ja, Grund, stimmt, jetzt sehe ich's, die Idee ja. Halt eben was machen könnte. Das schaut schon echt stark aus. Aha. Ist auch so ein Grund, ein anderes Konzeptbild. Also auch sehr schön gemacht, diese Zeitschrift. Mit vielen guten Informationen über das Schiff. Aber leider auch hier gibt es keine letzte Seite, sondern eben endet abrupt mit dem Schiff von unten. Ja. Und jetzt machen wir mal das Schiff gar. Und ihr seht schon, es ist echt ein riesen Teil. Es ist wirklich richtig groß. Und also schaut echt klasse aus. Ich drehe es mal rum. Aber hier ist ein bisschen mehr Plastik zu sehen, also hier die Warp-Gondel, auch das alles ist eigentlich aus Plastik, nur oben eigentlich die Untertassensektion ist aus Metall oder zumindest aus hat Plastik gegossen. Aber das Schiff hat echt was Cooles an sich. So, und dann nehmen wir mal das raus. Auch das ist sehr schwer, also das Ding ist, hat aber auch 600 Gramm, glaube ich. Allein die Untertassensektion ist schwer. Das hintere merkt man eigentlich gar nicht, das hängt also dran. Aber das andere ist wirklich. Also hier mal von vorne. Ich halte es mal besser, damit ihr es besser seht. Von der Seite. Von hinten. Von der anderen Seite. Hier von oben nochmal. Und von unten. Vielleicht kannst du mal auf den Deflektor nochmal draufhalten. Hier, das schaut auch richtig steig aus. Allerdings. Denn das ist wirklich echt cool. Auch hier oben die Brücke sieht man auch sehr gut. Diese mehreren Lichter hier oben. Das ist ein Spinnennetz. Ja, also schaut richtig, richtig steig aus. Okay, der Detailgrad ist auch extrem niedrig gehalten, aber das Schiff ist einfach auch nicht anders
zu sehen, aber im Film ist er einfach sehr schwarz. Kann man auch nichts dagegen machen. Und das war jetzt eigentlich auch schon die Ausgabe, Spezialausgabe 3. Das sind nun die ersten drei Spezialausgaben von der offiziellen Starship Collection. Wann natürlich jetzt die nächsten drei kommen, oder nächsten, wie auch immer, wie viele noch kommen werden, das ist leider nicht raus. Es soll wohl die nächste Spezialausgabe wohl demnächst im Februar, März rauskommen. Und es ist wohl das klingonische D5-Schiff, auch von Into Darkness, wo man mal kurz sieht im Film. Da gibt es auch schon einige Bilder im Internet. Mal gucken, ob das auch alles stimmt, was die sagen. Vielleicht kommt was anderes raus. Es gibt auch schon mehrere Listen, was da erstellt worden sind, was da alles noch für Schiffe rauskommen können. Wie die Enterprise zum Beispiel im Trockendock. Wäre natürlich alles cool. Ne? Aber was bringt die Zukunft, das wissen wir leider nicht. In diesem Sinne werde ich auch jetzt erstmal die nächsten Spezialausgaben mal gucken, wie ich es machen werde mit dem Film drehen. Mal abwarten. Aber auf jeden Fall wird es weitergehen mit Ausgaben 31 bis 40. Ich hoffe, ich konnte die Zeit für euch überbrücken mit dieser kleinen Spezialausgabe von dem Video. Und euer Voice80 wünscht euch noch viel Spaß. Ihr könnt mich gerne abonnieren. Und tschüss oder ciao.